glaube ich, die war schon länger auf der Suche nach einem Designer, der das ein bisschen verjüngt, weil Högl hat ja auch so ein bisschen was leicht angestaubt, sag ich mal, im positiven Sinne, weil sie eben sehr bequeme, sehr gute Qualitäts- und gesunde Schuhe sind, in denen man gut laufen kann. Ich glaube, die wollten modisch werden und die braucht vielleicht jemanden, der eben auch qualitativ Mensch ist, wie ich das ja bin, und glaube, unsere Kooperation ist perfekt, weil die sind eben Handwerkskunst, das bin ich ja eigentlich auch, und da zusammen, glaube ich, haben wir uns sofort so gut verstanden und ich freue mich total, also mit denen zu machen. Ich habe ungefähr 200 Schuhe entworfen. Ich hatte ein Wochenende Zeit. Ich habe gedreht für Shopping Queen in München und habe dann gesagt, okay, ich habe ja auch nie groß Schuhe entworfen, aber es war toll. Die waren ganz glücklich mit den Entwürfen, weil ich sehr realistisch gezeichnet habe und habe dann, glaube ich, 200 Paar entworfen. Und habe dann bin dann zu denen gefahren und habe erst mal gesagt, hoffentlich wird das was werden. Ich war zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren noch ein bisschen unsicher, weil erstmals nicht, aber doch schon im Design, weil ich ja doch relativ safe mit mir bin, dass ich dachte, ach, hoffentlich kommen die damit klar. Und die waren total begeistert, die Italiener, auch deren Designer, weil die halt so viel, die konnten kaum auswählen, weil die so viele Modelle hatten, dass wir schon für zwei, drei andere Kollektionen noch genug haben. Ich glaube, das Okapi ist ein Wunder-Zaubertier eigentlich. Es besteht aus so vielen verschiedenen Tieren und ist eben auch ein bisschen verbaut. Ne? Im Grunde passt vorne nicht richtig zu hinten und sieht aus wie eine Antilope und trotzdem wie ein Gremlin, diese schönen Augen, wie eine Inderin und so. Ich liebe das sehr und dachte mir, ein bisschen Zebra, ein bisschen Giraffe. Und ich dachte, viele Frauen sind auch so. Die haben manchmal auch einen dicken Hintern und oben vorne ist es ein bisschen zu viel Busen, zu wenig Busen. Und trotzdem sind sie traumhaft schön. Und dachte ich mir, das ist genau mein Tier, in dem ich es jetzt dieses Jahr mal eine große Hommage widme. Und es hat, wenn man das mal anschaut, es hat so schöne Wimpern, dass man schreien könnte. Und ich habe die Wimpern 1:1 nachbauen lassen in Frankreich. Die kommen jetzt zur Show perfekt. Die werden wirklich genauso gemacht wie beim Okapi. Und es wird ein ganz schöner Look werden zur Fashion Week. Ich freue mich sehr.